red wire. No, wait, green. Just kidding. Und damit boom, herzlich willkommen zu einem neuen Amuse-Gueule, ein bombastisches Feuerwerk, heute mit Fuse. Ja, Fuse ist ein kooperatives Echtzeitspiel, das euch mit ganz großer Sicherheit auch zum Schwitzen bringen wird. Wir sind auf einem Raumschiff und überall sind Bomben und wir haben nur 10 Minuten Zeit, diese Bomben zu entschärfen und dabei müssen wir unsere Würfel geschickt einsetzen. Das ist übrigens ein Spiel von Renegade Game Studios und das ist von Kane Klenko. Bei Fuse solltet ihr die Nerven behalten und am besten auch nicht ganz so schreckhaft sein wie unser guter Funfairis hier, was? Die Bomben haben unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, hier zum Beispiel von 1 bis 6. Um diese Bombe zu entschärfen, müssen wir eine Matheaufgabe lösen. Kadi, mach mal. Also 5 minus 3 macht 5 minus 3 macht 2. Ja. Bei dieser Bombe müssen wir... Boom! Hier müssen wir 3 Würfel ablegen. Entweder blau-grün oder gelb-rot. Auf jeden Fall eine blaue 4. Hier müssen wir 3 Würfel ablegen, die aber ungleich zueinander sind. Zum Beispiel 4. Ups, ist ungleich 3, ist ungleich 5. Diese Bombe haben wir geknackt, wenn wir genau eine 3, eine 5... eine 4 und eine 3 ablegen. Nein, das ist doch total falsch, was du da hinlegst. Geschafft. Diese Hochstaplerbombe muss so gelöst werden. Oh, schade. Eine andere Form von Türmchen müssen gebaut werden. Hier zum Beispiel. Und wieder ein bisschen Mathe. Kadi, was ist denn kleiner als 4? Ich? Und? 1. Ja, geil. Das sind natürlich noch nicht alle Herausforderungen, die auf uns warten. Wir müssen auch hier entweder irgendwelche Farben oder bestimmte Zahlen... Oh, nein, Hilfe! Ich sollte lieber nichts mit Kameras Bomben machen, meinte ich. Wir wünschen euch viel Spaß bei Fuse und nicht, dass euch der Arsch platzt. Bums, von mir aus.